Willkommen zur nächsten Quest. Hier ist ein Titel, den ich noch nicht kenne, aber das werden wir ja auch gleich erfahren. Und im Titel wird es auf jeden Fall auch stehen. So, was für ein herrliches Wetter, schöne Frau. Virgil, zu deinen Diensten. Schön, dich kennenzulernen. Simira ist dir zu Diensten. Ich bin Simira und meine Gefährtin heißt Paimon. Hallo, Virgil. Ah, was für ein eleganter Name. Willkommen am Hof von Fontaine. Es ist mir eine Freude, euch beide hier zu treffen. Oh, Paimon kann diese Art zu reden nicht mehr ertragen. Woher wusstest du, dass wir nicht aus Fontaine sind? Ein kurzer Blick und man weiß, dass ihr vom Land seid. Land? Land aus der Ferne. Ich bin sicher, ihr zwei habt euch nie auf den Komfort und die Schönheit der Stadt beschränkt und habt Jahre damit verbracht, die Wildnis zu erkunden, wo das Licht der Stadt nicht scheint. Richtig? Wie heldenhafte Figuren in einer Oper. Ja, tatsächlich. Simira ist auch eine Abenteuerin. Wir gehen immer in Richtung Sterne und Abgründe. Tja, das wusste ich gleich. Mitglieder der Abenteuergilde müssen bestimmt arm... Arm? Abenteuerlustig, die Tapferen, die alle Geheimnisse der Welt entdecken wollen, wachen mit den Augen zu den Sternen auf und schlafen auf den Rücken zum Abgrund. Wenn es eine unbekannte Sphäre gibt, müssen sie sie erkunden. Sie sind erfüllt von Mut. Ich habe auch bemerkt, dass ihr viele Dinge mit großer Aufmerksamkeit betrachtet habt. Ihr müsst unsere schöne dekorative Künste, unsere raffinierte Uhrwerkmächer und unsere fortgeschrittene städtische Kultur untersucht haben. Geht so. Wirklich beeindruckend. Paimon hat das gar nicht bemerkt, aber Paimon ist aufgefallen, dass Fontaine so viele köstlich aussehende Dinge hat, die nirgendwo anders zu sehen sind. Toll, oder? Fontaine hat eine altehrwürdige kulinarische Kultur. Ich vermute, dass ihr vielleicht kein übriges Budget habt, das Essen von Fontaine zu probieren. Und einen Nachmittagstee zu trinken, wenn ihr immer unter freiem Himmel schlaft. Du siehst auch nicht aus wie ein reicher Mann. Wer hat dir gesagt, dass wir kein Budget dafür haben? Ich würde gern mehr darüber erfahren. Du musst wissen, meine liebe Freundin, dass das wahre Reichtum nicht von außen sichtbar ist. Hey, Simira, kommen wir zurück zum Geschäft. Paimon glaubt, dass Virgil uns eine Mission erteilen möchte. Großartig, habt ihr schon von der Legende von Lila Cruces Schatzes gehört? Noch nie davon gehört. Lass mich das klarstellen, es ist eine Legende, die sich seit Jahrhunderten in Fontaine hält. In der Vergangenheit gab es einen Geheimbund, der sich Lila Cruces Forum nannte und dem viele Berühmtheiten und Würdenträger angehörten. Trotz ihres Namens hatte sich der Geheimbund verschworen, Fontaine zu stürzen. Am Ende wurde das Komplott vereitelt und sie wurden von den einem erbitterten Kampf wurden die Mitglieder des Forums von den Eliten der Maison Radinage besiegt. Aber, meine liebe Freundin, wisst ihr, dass sie einst in Fontaine berühmt... Aber, meine lieben Freundinnen, wisst ihr, dass sie einst in Fontaine Berühmtheiten aus allen Geschäftsschichten waren? Sie müssen große Reichtümer angehäuft haben. Ja, das muss es sein. Irgendwo gibt es eine riesige Schatzkammer. Und wenn du sie öffnest, boah, so viel Gold, mit so viel Gold gefüllt und glänzt wie die Sonne. Genau, früher versuchten sie, unser schönes Fontaine zu stürzen, also müssen sie über ein buchstäblich unermessliches Vermögen verfügt haben. Doch dieses Vermögen wurde bisher nicht gefunden. Das heißt, wenn wir diese Lilia Cruces Schatz finden würden, wären wir wirklich reich. Brillante Überlegung, Paimon, mit diesem Vermögen und der Beherrschung von Sint. Jedenfalls habe ich nach einer langen Nachforschung den Ort gefunden, an dem sich Lila Cruces Forum befindet, direkt und außerhalb der Stadt in den Unterwasserruinen. Echt? Wie wäre es, Paimon, Simira? Ich möchte euch beiden einladen, meine Partnerin zu werden und mit mir tief unter Wasser nach dem verlorenen geheimen Schatz zu suchen. Nun, obwohl das Wasser in Fontaine anders ist als an anderen Orten, kann Paimon immer noch nicht vergessen, was passierte, bevor Paimon von dir an den Haken genommen wurde. Keine Angst, ich bin dabei. Ja, Paimon versteht. Lass mich die Taucherausrüstung für euch zwei vorbereiten. Nun, für die Größe sollte es... Danke, aber das ist nicht nötig.
Oh, nun, ein Besitzer des göttlichen Auges kann sich in unseren Fontänen frei unter Wasser bewegen. Aber, meine liebe Semiria, deine Fähigkeiten will ich natürlich keinesfalls in Frage stellen. Du bist eine erfahrene Abenteurerin und weißt natürlich, wo deine Grenzen liegen. Aber ich, Virgil, verfüge nicht über solche Fähigkeiten. Ich muss immer noch auf die Früchte unserer Technik verlassen. Wie auch immer, wollen wir loslegen? Ja, bitte geh voran. Gut, bitte folgt mir, ihr beiden. Unser Ziel ist nicht weit vom Hof von Fontaine. So, und wie heißt jetzt die Quest? Igitt, das sieht so schwer und warm. Igitt, das sieht so schwer, so warm und so stickig aus. Man kann eigentlich eine in Stoff eingewickelte Eisnebelblume hineinlegen, um sich abzukühlen. Was das Gewichtsproblem angeht, so müsst ihr nur ins Wasser gehen und schon ist es gelöst. Warten wir nicht mehr, ihr zwei. Lasst uns hineingehen. Also ich glaube, da war sogar eine Quest, die ich abgeschlossen habe. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, die heißt jetzt Blaue Spuren der Gezeiten. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann machen wir weiter mit Blaue Spuren der Gezeiten, weil das neue Event, was draußen ist, ja, um das machen zu dürfen, muss ich erstmal diese Quest abschließen, was so ein bisschen wieder bescheuert ist, aber gut. Ich wollte mir die erst aufsparen, die Quest, weil es unter Wasser ist und ich noch nicht mit der Unterwassererkundung angefangen habe. Hoffe mal, dass es recht zügig hier geht. So, aber Gezeiten eigentlich nehme ich mit, das ist ganz klar. So, hier ist ein Hinweis. Natürlich nicht der richtige Hinweis, war ja ganz klar. Oder doch? So, natürlich kommen wir dahin, wo der Teleporter ist. Wer hätte das gedacht? Oh, das sieht ja richtig hübsch aus. Ja, komm. Nehmen wir mit. Oh ja, das sieht ja wirklich schön aus. So. Muss ich dann nur alles markieren nachher in der Quest, dann ist okay. So. Also hier gibt es auf jeden Fall was zu tun. So. Oh ja, hier, die brauchen wir auf jeden Fall. So, ein bisschen Geld, sehr gut. Was gekämpft werden soll hier auch noch? Oh, reicht auch aus. Zack, hübsche Truhe, wunderbar. Ah, hier ist sogar der Schlüssel, sollten wir sogar machen. Naja, wir machen erstmal noch das andere, was hier noch so zu sehen ist. Ah, nochmal Geld. So. Sieht aber wirklich richtig, richtig schön aus. Echt genial. Okay, da kommen wir nicht mehr rein. Da sind nur Trümmer, oder? Ja, da kommen wir nicht rein. Schade. So.
Ah, hat sich hier irgendwas versteckt? Nö. Gut, da vorne war Geld, das habe ich ja gesehen. Ah, hier erstmal was zum Durchschneiden. Okay, eine Kiste. So, Geld nehmen wir auch noch mit. Warte mal her mit den Muscheln, was ist das hier? Ah, okay. So, soweit, so gut. Dann haben wir wohl alles jetzt gesehen. Ich glaube auch nicht, dass da auch noch was drauf ist. Nö. Gut, da sollen wir jetzt hin. Richtig, richtig hübsch. Sehr, sehr schön. Achso, das ist ein Fenster da hinten. Ja. Mhm. Na, was ist das denn? Geht der nicht kaputt? Ah, ja. Klar. So. Ach ja, das wird er jetzt nicht. Jetzt brauchen wir den hier. Da. Ah, Muscheln. Immer die Muscheln mitnehmen. Ganz wichtig. So, was haben wir hier? Untersuchen. Sehr schön. Das war's wohl auch. Natürlich brauchen wir genau da den alten Schlüssel für. Ah. Oh, was ist das denn? Ach so. Nur Geld. Ja. 300 sind ja auch was, ne? So. Der funktioniert noch nicht. Na, was ist mit euch? Oh, jetzt kommt der Boss. So, das hätten wir auch geregelt. Ah, eine Art Bücherei hier oder sowas. Okay, cool. So, das war das. Und jetzt geht's weiter runter. Ein bisschen stört der mich jetzt gerade. Naja, das sehen wir dann noch. Ah, jetzt fängt's an. Achso, das ist einfach jetzt nur so. Mhm. Und der danach geht nach oben. Und wozu? Wird er bestimmt noch hier nachher noch einen Sinn haben oder so, denke ich mir mal. Naja. Komisch, dass so einer hier ist gerade. Und dass der keinen Pieps von sich gibt. Na gut, ist unter Wasser, aber trotzdem, ne? Bin ja auch mal gespannt, ob wir diese Unterwassersachen, ob die denn vielleicht nochmal nachher ohne Wasser sind oder so. Viel ist möglich. So, einmal Geld.
Nanu! Bam! Siehste, verlorener Hydrochloss. Sehr gut, sehr gut. Oh, da kommt der nächste hier. Bam! Ah, gleich mal Geld. Her damit. So. Aha, aha. Nanu. Gut. Dann haben wir soweit wohl alles. Echt jetzt? Du warst der Wächter? Oh Mann. Naja. Haben wir die Kiste, sehr gut. Ja, also auf jeden Fall sind hier Sachen, die von Sumeru sind. Das sieht man schon. Also erstmal die Wächter, die hier sind. Und dann das hier. Ne, und auch das da, das war alles in Sumeru gewesen. In der Wüste. Was das hier denn alles zu suchen hat, das würde mich jetzt mal gerne interessieren. Naja, nehmen wir erstmal einen Teleporter hier. So, da sollen wir eigentlich weiter, wenn ich das richtig sehe. Gut, dann gucken wir mal nach, was wir hier noch so finden. Ah, ein bisschen Kleingeld, immer schön. Doch, ich glaube wirklich, man kann hier das ganze Wasser wegmachen. Habe ich so langsam das Gefühl. Weil... Es ist so komisch hier irgendwie. Hier ist auch da Fotoapparat und sowas steht hier alles mögliche. Na gut, das ist natürlich auch alles unter Wasser, also überflutet worden, aber trotzdem. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Lassen wir uns gerne mal überraschen. Ach ja, jetzt geht er noch einmal nach oben. Steig aus dem Wasser und sprich mit Virgil. Ach, das soll man sogar machen. Ach, das ist ja faszinierend. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ah ja, hier. Okay. Mal sehen, was passiert. Wie können wir diese Tür im Wasser öffnen und hineingehen? Das ist also dieses Forum. Es sieht beeindruckend aus. Überall gibt es Bücher und eine wirklich lernfördernde Atmosphäre. Es ist schwer vorstellbar, dass ihr Geheimbund 1 versucht hat, Fontänen zu unterwandern. Liebe Paimon, man sagt einmal, dass Wissen Macht ist. Das gilt erst recht, wenn das für das Lila Crucis Forum. Du musst also verstehen, dass viel Wissen gleichbedeutend ist mit großer Macht. Wenn man diese immense Macht erst einmal gemeistert hat, gibt es natürlich nur noch einen Weg zu gehen. Es fühlt sich nicht ganz richtig an, aber Virgil kommt aus Fontaine und er kennt sich mit diesem Ding besser aus. Dann nehmen wir an, dass dies der Fall ist. Außerdem hätte Paimon das Gefühl, dass sie auch etwas sehr Geheimnisvolles erforscht. Außerdem hatte Paimon das Gefühl, dass sie auch etwas sehr Geheimnisvolles erforschten. Auf dem Weg sah Paimon eine Vorrichtung, die eindeutig nicht aus Fontaine stammte. Die sind ziemlich lästig. Ich habe das schon einmal in der Wüste von Sumeru gesehen. Ich denke, mit den Ressourcen des Forums sollte es kein Problem sein, diese Dinge zu beschaffen. Schließlich handelt es sich um das Lila Crucis Forum, das über ein riesiges Vermögen verfügt.
Wir haben während unseren Abenteuer viele Sphären durchquert und haben auch einige erstaunliche Dinge gesehen. Ja, ihr müsst doch auch eine Menge Schätze gefunden haben, oder? Ja, natürlich. Immerhin konnten so Paimons und meine Reisen bezahlt werden. Das ist ja interessant. Oh, ich meine, das ist erstaunlich, wie man es von euch erwartet. Es ist schade, dass dieser Ort überflutet ist. Paimon hat das Gefühl, dass hier früher viele Dinge passiert sind und es eine Menge großartiger Entdeckungen gab. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte stieg unsere Wasserlinie in Fontaine an. Die Leute vom Forschungsinstitut Fontaine sagen, dass sie in Zukunft weiter steigen und vielleicht ganz Fontaine im Wasser versinken wird. Oh nein, das wäre schrecklich. Alles leckere Essen würde überschwemmt werden. Wie auch immer, hoffentlich passiert so etwas in der Zukunft nicht. Die Zukunft, was spielt das für eine Rolle? Bis dahin bin ich sowieso tot. Warum sollte ich mir Sorgen um die Zukunft machen? Was hat die Zukunft von Fontaine, die Zukunft der Menschen mit mir zu tun? Ich werde meiner Eltern und Brüder gedenken, weil sie meine Blutsverwandten sind, aber haben die zukünftigen Menschen jemals etwas für euch, für mich getan? Nichts, oder? Das ist ein bisschen radikal. Wir nehmen an, ich wäre jemand, dem es an sozialen Verantwortungsbewusstsein mangelt und der auch keinen Stolz auf unsere Fontaine verspürt, dann würde ich zum Thema Überschwemmung vielleicht so etwas sagen. Ganz schön abscheulich. Wie auch immer, ich bin vom Thema abgekommen. Tut mir leid, es sollte einen Weg geben, das Tor dort unten zu öffnen. Lasst uns in der Umgebung nachsehen, ob es irgendwelche Hinweise oder Schlüssel gibt. Ich werde auch den Informationen hier nachgehen, liebe Freundinnen. Ah, nicht ihn. Ja. Ich wollte das andere. Das, danke. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was es noch so alles zu entdecken gibt, so in den ganzen Unterwasserruinen und so weiter. Aber das sehen wir in irgendwelchen anderen Videos irgendwann mal. Ah, das können wir schon mal. Oh, mysteriöse Buchseite auch sehr gut. Ja, das will ich nicht lesen. Urlaub, das ist ein wichtiger Hinweis, ja. Krass, wie viel Texte. Oh, Urlaub, schon wieder Urlaub, sehr gut. Urlaub ist gut. Narzissenkreuz, das hatten wir schon in anderen Quests gehabt. Und auch der Jacob, der da stand, der kam auch schon in einer anderen Quest vor. Urlaub, dreimal Urlaub. Wie oft kam Urlaub jetzt vor? Dreimal. Ah, viermal. Ja, herzlichen Glückwunsch, der das alles durchlesen möchte. Hi, Diver. Nee. So, her damit. Oh, wer hätte das gedacht? Sesam, öffne dich oder auch nicht. Yay. Bravo, jetzt ist der Weg in das Institut frei, wie man es von erfahrenen Abenteuern erwarten würde. Hä, hast du vorhin nicht von den lila Kursusforum gesprochen? Ist es nun ein Forum oder ein Institut? Ha, ich habe mich versprochen, tut mir leid. Übrigens, ich bitte um Verzeihung für meine Taktlosigkeit. Habt ihr jemals jemanden getroffen, der nach mir gesucht hat? Und habt ihr irgendwen gegenüber unserer Begegnung erwähnt? Paimon glaubt nicht. Was ist los, Virgil? Schuldest du jemandem Geld? Ah, natürlich nicht. Ich wollte euch beiden nur beiläufig daran erinnern, dass es eine ganze Reihe profitgieriger Schurken gibt, die ebenfalls auf der Suche nach den Geheimschätzen der Lila Cruises Forum sind. Ja, also, er gefällt mir überhaupt nicht, der Typ. Das war schon von Anfang an so. Mal sehen, was da noch alles bei rauskommt mit ihm. Diese Leute führen im Gegensatz zu uns nichts Gutes im Schilde und ich weigere mich, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Da ich, Virgil, derjenige im Besitz der meisten Hinweise war, bin ich ihnen natürlich ein Dorn im Auge.
Also habe ich lange Zeit ihre Beobachtungen gemieden und wirklich zuverlässige Partner gesucht, bis ich schließlich euch zwei traf. Liebe Semiria und liebe Paimon. Tja, so etwas gibt es also. Wie auch immer, es ist gut, dass ihr niemandem sonst etwas von mir erzählt habt. Ich wusste doch, dass ich die richtigen Partnerinnen habe. Ihr seid wirklich gute Freundinnen, die Geheimnisse bewahren können. Ja genau, Virgil, mach dir keine Sorgen. Wir werden niemandem etwas über dich erzählen. Aha, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr niemandem etwas erzählen werdet. Lass uns losgehen, der Schatz wartet jetzt auf uns. Auf zum Schatz! Ah, hier ist nochmal so eins. Ja, es wird also die ganze Zeit nur erforschende Uhrmaschinen. Besuch, Besuch, Besuch. Ganz viele Besuche gibt es hier. Fein. So, Hydrokolos, komm her zu mir. Ui! Ach ja, ich darf jetzt normal kämpfen. Ja, das war ja jetzt. Aber ja, ist ganz, ganz verwirrt gewesen. So. Interessant, interessant. Gut, ich gehe jetzt nicht davon. Ach so, man darf dann nicht mal hochklettern. Ach, das ist ja eine feine Sache. Toll. Ach so, hier ist schon Wasser. Ach so, alles klar. Okay. Aha. Ach so, jetzt habe ich die Kraft schon wieder nicht. Oh. So, ich suche einen Freiwilligen hier, der mir eine Kraft gibt. Was ist denn hier einer? Ah, du? Ne, du gibst ja nur das. Ah, da ist das Ding. Achso, man sollte den vielleicht auch nochmal durchsäbeln. Könnte helfen. Oh Mann, jetzt lauft doch nicht immer im Weg rum hier. Das gibt's doch nicht. So, sehr gut. Erstmal nehme ich dich jetzt mit. Perfekt. Gut, da haben wir das Geld. Nochmal Geld. Also wir sind auf jeden Fall da oben weiter, also es ist hier unten einfach nur Rätselgeschichte. Ja, schauen wir uns mal um. Schon wieder Geld, sehr gut. Sieht tatsächlich nach Rätselgeschichten hier nur aus. Na, geteilten Algen sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ja gut, dann machen wir mal die jetzt hier. Oh, dann müssen wir natürlich dahin, wo die Quest ist. Das ist natürlich... ja. Hoffentlich kommt jetzt kein Gespräch. Nö. Hat gepasst.
Meine Güte, Semira, du bist wirklich gut mit diesen Uberg-Mecher. Nun, Palman hat das Gefühl, dass wir den Schatz näher kommen. Schließlich sind wir bereits den Vorrichtungen begegnet, die Abenteuer aufhalten wollen. Unser Fontaine hat so viele Errungenschaften wie Sterne am Nachthimmel. Und die Uberg-Mecher sind schließlich die Erlesensten. Es wäre nicht gut, sie überzubewerten. Also sagen wir einfach, sie gehören zu den Erlesensten. Als ihr im Hof von Fontaine angekommen seid, seid ihr bestimmt mit dem Aquabus gefahren, oder? In der Stadt müsst ihr einen raffinierten Dampfvogel gesehen haben, oder? In Fontaine haben wir sogar Maschinen zum Eisenschmelzen. Als die Leute der Maison Gardinage mich verprügelten, mussten sie das nicht einmal selbst machen, sondern ließen die Gardemechers das tun. Es tat so weh, dass ich den Kampf sofort aufgeben musste. Dich verprügelt? Ich meine, Verbrecher bekämpfen. Wie kann es sein, dass ich geschlagen werde? Oha, wenn die Uberg-Mecher so mächtig sind, müssen die Leute in Fontänen ein Leben führen, in dem sie nicht arbeiten müssen und die Maschinen die ganze Arbeit machen lassen. Ah, meine liebe Freundin, das ist lustig. Es ist viel billiger, Menschen zum Arbeiten einzustellen, als Uberg-Mecher zu kaufen. Mit anderen Worten, keiner kann uns in Fontänen das Recht auf Arbeit wegnehmen. Palmer macht das nochmal. Ratter, Maschine, Ratter. Ah, das ist lustig, aber Menschen sind keine Maschinen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber die Orte, die wir zuvor besucht haben, hatten auch ihre eigenen Besonderheiten. Es ist nicht unbedingt so, dass Fontaine in allen besser ist, oder? Meine Freundin, du kannst das nicht ernst nehmen, oder? Wo auf der Welt ist es besser als in Fontaine? Palmer meint, verschiedene Orte haben verschiedene Eigenschaften, Virgil. Warst du schon einmal woanders? Also, liebe Palmer, du musst wissen, dass es ein altes Sprichwort in Fontaine gibt. Alle Flüsse führen nach Fontaine. Es geht nicht darum, dass die Leute aus Fontaine die Welt sehen sollen, sondern dass die ganze Welt Fontaine sehen soll. Das ist die Wahrheit. Sagen die Leute das wirklich? Aber natürlich, liebe Freundin, lass uns weitergehen, ja? Der Schatz wartet in den Tiefen der Ruine auf uns. Ja, los geht's, Emiria. Also, wenn ich das mal richtig sehe, die ganze Geschichte haben wir hier fertig jetzt, ne? So. Da ist alles erledigt. Ja. Hervorragend. Yay! Au, ja, also da wäre jeder schon bei gestorben. Nur mal so am Rande. Öffnen, da fehlt uns natürlich ein Schlüssel, wer hätte das gedacht. So, erstmal Geld mitnehmen. Okay, du sollst. Alles klar. Du kommst hier hin. Aber du? Ah, du kommst dahin. Ja. Oh, das ist Absicht. Das ist richtig Absicht hier. Blödes Mistviech, du. So, jetzt aber. Mal gucken, ob wir noch was finden. Was war das? Achso, ich kann mich hinsetzen. Ja, erstmal gucken. Ah, sieht schön aus hier. Sehr schön. So. Toll, dass es auch Pilze gibt. Pilze sind immer ganz gut. Ja, das war wohl das. Ich sehe hier nichts weiter. Gut, dann folgen wir der Seele. Du willst hoch. Du bist ja witzig, bist du ja. Toll. Da unten ist was mit Wind. Weil ich kann bestimmt nicht die Wand hochklettern, oder? Doch, ich kann sie auch hochklettern, wenn ich will.
Nee, ist gar nicht mit Wind. Ach, ja. Siehst du, guck mal, wenn wir sowas irgendwo finden, dann kann auch sein, dass wir das Wasser irgendwo wegmachen könnten. Ach, jetzt kommt sogar extra noch so ein Siegelkram hier. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Nee. Doch. Ah, so ist das, cool. Ja, dann wäre es vielleicht tatsächlich möglich, so eine Unterwasserruine halt das Wasser wegzumachen. Wo ist die Seele? Da. Habe ich 104.000 Schaden gemacht? Habe ich mich da verlesen? Ja, ich habe mich verlesen, bestimmt. Ich mache doch nicht einfach mal 100.000 Schaden gerade mal so. Nee. Das waren bestimmt nur 10.000. Das kommt hin. Irgendwie cool, dass die Seele uns, ja, ganz erfolgt. Oder uns zum Ziel bringen, wie auch immer. Ist schon ein schönes Stückchen. So. Ja, auch lustig. Bogenherausforderung, ja. Das war die Herausforderung, tatsächlich. Cool. So, haben wir was vergessen? Sieht nicht so aus. Das haben wir. Cool. Der zweiten Führer. Ja, sehr schön. Ja, aber. Ja, jetzt geht's los. Es kommt noch ein Ruinwächter. Aber der ist ja kein Problem, das wissen wir ja. Solche haben wir ja schon. Eine Million Mal nicht, aber sehr oft besiegt. Was, du lässt doch nicht mal was fallen? Was ist denn mit dir los? So, wieder mal ein Teleporter, sehr schön. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, siehst du, jetzt laufen wir hier so rum und dann kommen wir da hinten einmal wieder raus irgendwo. Ja, das... Oder ne, hier kommen wir dann irgendwie vielleicht raus. Aber irgendwo war doch nur so eine Tür, wo man nicht weiterkam. Die ja noch nicht ging, weil der Schlüssel fehlte. Naja, egal. Oh, noch einer. Nach meinen Nachforschungen ist dies die Schatzkammer des, Lila Cruises Forum. Der geheime Schatz muss hier sein. Oh, es ist die Schatzkammer. Das sieht überhaupt nicht wie eine Schatzkammer aus. Wo ist der geheime Schatz? Man hätte gedacht, dass eine Schatzkammer bis zum Rand mit Gold gefüllt ist, wie die Sonne glänzt. Ihr solltet wissen, liebe Freunde, so wie der wahre Reichtum nicht äußerlich sichtbar ist, so ist der wahre Schatz. Wenn man versteht, du willst sagen, dass der wahre Schatz die Freundschaft ist, die man durch das Abenteuer gewinnt. Nun, ich wollte sagen, dass der wahre Schatz nicht so leicht zu finden ist, aber Paimon, du hast das sehr gut formuliert. Ich hätte es nicht so philosophisch ausdrücken können. Aber auf jeden Fall besteht der Zweck unserer Reise darin, den Reichtum zu finden, den das Institut jahrhundertelang verborgen hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Schatz, den sie hinterlassen haben, in diesen Raum befindet. Lass uns hineingehen. Nun wirklich, es sieht nicht so aus, als gäbe es mehr als kaputte Maschinen in dieser Ruine. Meine Freundin, es bricht mir das Herz, dass ihr das sagt. Wir sind Partnerinnen bei der Suche nach dem geheimen Schatz, den das Institut hinterlassen hat. Zweifelt ihr etwa an mir? Ist es nun eigentlich der Schatz des Forums oder des Instituts? Naja, nehmen wir einfach an, dass es verschiedene Bereiche gibt, die unterschiedliche Aussagen
Aber meine liebe Simira, der Fokus sollte immer auf den geheimen Schatz liegen. Wir reden hier nicht von 100.000 oder Millionen Mora, sondern von Hunderten von Millionen Mora an geheimen Schätzen, die in dieser Schatzkammer schlummern. Hunderte von Millionen Mora. Es gibt Schätze, die nicht mit Mora beziffert werden können. Zum Beispiel das lila Kruseschwert aus der Legende, das Panzerung durchdringt und die Seele tötet, ist eine Waffe von unvergleichlicher Macht. Gibt es so etwas tatsächlich? Ist es hier drin? Ja, das ist richtig. Mir scheint, dass jede Sekunde, die wir hier mit Plaudern verbringen, das Risiko für einen Konkurrenten erhöht, die ebenfalls auf der Suche nach geheimen Schätzen sind und alles tun, um mit uns Schritt zu halten. Das darf nicht sein. Das ist der Schatz, den wir gefunden haben. Genau, liebe Simir und liebe Paimon, ich werde dafür sorgen, dass die Auswege gesichert sind. Bitte findet den Schatz so schnell wie möglich. Gut, für den Schatz. Dann gehen wir einfach. Was kann dann passieren? wovon redest du, Simir? Wenn jemand anderes kommt, nimmt er vielleicht den Schatz mit oder verlangt den gleichen Anteil wie wir. Das habe ich nicht gemeint. Paimon, verstehe, du sprichst von der Möglichkeit einer Vorrichtung in der Schatzkammer oder so etwas in der Art, nicht wahr? In der Tat. Virgil? Was ist denn, Simiria? Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Was die Auswege betrifft, überlassen wir dann dir. Überlass das ruhig mir, ich werde hier sein und die Augen offen halten. Übrigens, wenn ihr den geheimen Schatz gefunden habt, vergesst nicht, mich zu rufen. Ah, das stinkt zum Himmel hier. So. Diese Maschine, sie kommt Paimon irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich habe sie schon einmal gesehen. Ja, da dieses Forum in der Lage ist, Vorrichtungen aus anderen Regionen herzubringen, könnte dies auch etwas sein, was sie in irgendeiner Ruine gefunden haben. Aber Paimon hat plötzlich eine furchtbare Vorstellung. Was wäre, wenn es sich bei den sogenannten Schatz tatsächlich um die Forschungsergebnisse des Lila Cruises Forum handelt und nicht um Milliarden von Mora? Wissen hat auch seinen Wert. Naja, das ist wahr, aber Simiria, Paimon möchte trotzdem Mora haben. Mit mehreren Milliarden Mora könnten wir zusammen ein schönes Haus bauen und unsere Freunde einladen, um gemeinsam glückliche Tage zu verbringen und leckeres Essen zu genießen. ja. Ah, da passiert noch irgendwas. Na, gucken wir erstmal noch so rum hier. Immer her damit. Brauchen wir alles. So. Hier ist eine Barriere. Sehr interessant. Oh, schon wieder so viel Text hier. Ah, Dari-Vorrichtung. Ah, siehst du, hier kommen wir mit Kanrea wieder in Verbindung. Sehr schön. Ah, das will ich mal aber kurz mal. Ist Institut hier, ist auch klar, das wissen wir ja schon. Daria. Na. Hier ist eine Glaswand. Dahinter scheint sie mit Wasser gefüllt zu sein. Schau mal, da sind sogar Risse. Oh, das ist gefährlich. Wenn das Glas plötzlich zerbricht, wer weiß, wohin wir dann gespült werden. Lass uns lieber schnell den Schatz finden und diesen Ort verlassen. Das ist keine Glaswand, das ist eine Barriere, ist das. Glaswand würde. Naja, egal. Diese Ruinenmaschine, hoffentlich erwacht sie nicht plötzlich zum Leben. Mit einem Ruinenkoloss könnten wir allerdings fertig werden. Mit deinen Fähigkeiten gibt es definitiv kein Problem, aber was ist, wenn im Kampf der Schatz beschädigt wird? Wir wissen immer noch nicht, ob es überhaupt einen Schatz gibt. Es muss einen geben, es sollte einen geben, oder? Apropos, das Lila Cruises Forum hat wirklich eine Menge Forschungen durchgeführt. Wir haben auf unserem Weg so viele Fotoapparate gesehen. Die werden wahrscheinlich verwendet, um Experimentdaten aufzuzeichnen, oder? Hier gibt es auch Notizen um Paimon und Paimon schaut mal nach. Viele der Wörter sind bereits nicht mehr zu erkennen. Es steht, wenn etwas außer Kontrolle gerät, zerbricht etwas und etwas kontrolliert den Schaden. Oh oh. Was ist das für ein Geräusch?
Virgil, was ist passiert? Es tut mir wirklich leid, ich habe alles falsch verstanden. Bei meiner Erkundung habe ich festgestellt, dass dies gar nicht das Lyra-Krosis-Forum ist, sondern die Ruine des Instituts für Naturphilosophie. Hier gibt es keinen geheimen Schatz, aber viele Experimente zu Mechanik und Energie. Die Experimente stehen kurz vor dem Beginn, liebe Freundin. Aber was den geheimen Schatz angeht, so kann ich nicht sagen, dass es hier keinen Schatz gibt. Als Abenteuer mit so viel Erfahrung müsst ihr doch eine Menge Reichtümer und Schätze angehäuft haben, oder? Wenn das Experiment vorbei ist, werde ich den geheimen Schatz einsammeln, die ihr zurückgelassen habt. Ah, keine Sorge, ich werde sie für einen guten Zweck verwenden. Virgil, du hast uns angelogen. Ich bin nicht überrascht, ich wusste das schon. Obwohl du das wusstest, bist du absichtlich in eine Falle gelaufen? Was ich am meisten hasse, sind überhebliche Leute wie du, verflucht. Alle behandeln mich, als wäre ich dumm, sogar ihr Landeier von außerhalb. Das spielt keine Rolle. Laut den Aufzeichnungen ist dies ein besonderer Ruinenkoloss. Selbst wenn du mächtig bist, selbst wenn du den Ruinenwächter bewältigen kannst, so bist du doch nur sterblich und aus Fleisch und Knochen. Was an ihnen besonders ist, nimm dir Zeit, es zu verstehen. Leb wohl, liebe Partnerin. Ah, Wasimir, mach dich bereit. Ja, wie besonders. Guck mal, jetzt hau ich alles raus und der ist wieder kaputt. Toll. Ach so. Das ist damit gemeint. Ah, es ist doch was Besonderes. Er regeneriert sich. Ah. Die Glaswand. Ah ja. Und der Wucht der Tosenfluten. Ja, das. Den Rest weiß keiner, weil man es nicht lesen kann so schnell. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt geht's hier weiter. Okay. Ich hoffe, man kann noch mal irgendwann zurückgehen und das noch mal erkunden. Ach, doch, klar, kann man bestimmt. Wenn wir rauskommen, müssen wir mit ihm abrechnen. Ja, das... Ja, finde ich auch. Sehr nett. Ah, damit hätten wir die Quest abgeschlossen. Und zur Belohnung gibt es sogar noch eine luxuriöse Truhe obendrauf. Das ist doch sehr nett. Dann nehmen wir auch gleich den Teleporter dafür mit. So, dann hätten wir das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.